Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit dem Hackbart. Guten Morgen, Freunde, guten Morgen. Den Crunchcow und unserer allerliebsten Zanzara. Hallo. Die mit uns Terraria spielt. Ja. Richtig. Und wir sind jetzt am Basteln, beziehungsweise ich habe Zanzara jetzt das Zinn an den Kopf geworfen. Und hoffe, dass sie jetzt daraus eine Zinnwaffe bastelt oder eine Zinnaxt. Ich hoffe, dass sie jetzt Kopfschmerzen hat. Ah, Hackbart, was hast du gerade noch gesagt? Ich hab zu spät gebremst. Man kann so weit fallen. So weit. So und weit dann fallen, sterben. Das ist voll toll. Ja. Bums, tot. Voll die Freude. Jetzt muss ich erstmal hier, ich bringe mal ein bisschen Besuch gleich mit jetzt hier. Ja? Ach, das ist aber nett von dir. Hä, aber ich verstehe es gerade nicht. Wieso kann ich denn hier, ich kann hier einen Boomerang, einen Holzbogen kann ich bauen. Holzhammer, Holzschwert. Und wo ist denn das Zinn? Weiter runter? Hast du das Zinn denn? Also musst, hast du das Zinn aber jetzt da, ne? Also. Ja. Hab ich. Dann kommen irgendwelche Statuen. Ich kann das doch auch sehen, auch wenn ich es nicht bauen kann. Ah, warte mal, hier. Eine Zinnaxt, ja? Eine Zinn-Pickaxe? Pickaxe? Ja genau, ich habe einen Hammer, ein Schwert. Ein Zinn-Schwert vielleicht noch. Ich weiß nicht, wie viel das verbraucht. Wir schauen mal. Acht das Stück? Vielleicht auch. Ja, das oder ist ja sieben. Easy. Aber was ist denn der Unterschied hier? Ein Short-Sword und ein Broad-Sword. Das Broad-Sword geht, glaube ich, im Bogen so drüber. So hier. Und das andere sticht nur nach vorne. Ach so. Ja, das macht auch mehr Schaden. Ach so, okay, genau, sehr schnell, schnell, mittlerer Rückstoß, schwacher Rückstoß. Dann mache ich lieber das andere, ne, das große. Oder? Ja. Soll ich für uns alle eins herstellen? Sinnvoller. Wenn du kannst, mach das doch gerne. Und eine Pickaxe, ne? Also ich habe eine Zinn-Pickaxe schon. Ach so, okay. Dann können wir noch mal ein bisschen schneller abbauen. Ich habe eine Kupfer alles nur. Okay. Kupfer und ein Holzschwert. Die Zombies hauen ab, wird wieder Tag. Ja, sehr gut. Dann so. Ein paar Bäumchen anpflanzen gehen hier draußen. Ich schmeiß das mal hier auf den Boden, oder? Oh ja, oder? Zinn Broadsword habe ich. Hast du? Okay. Ja. Dann schmeiß ich hier noch eins auf den Boden. Oder warte, kann ich dir jetzt. So, zack. Hab was. Dann mache ich hier noch eine Pickaxe. Da braucht man. Oh, da braucht man 12. Das schaffe ich aber auch zwei herzustellen. Soll ich mal machen? Ja, ne? Dann mach das. Mach ruhig. So, dann schmeiß ich dir hier eine hin. Genau, für Hackbart. Für Hackbart, und für genau, eine. Genau. So, dann tauschen wir die mal durch. Ja, dann nehme ich mal die oder mache ich die alte mal da rein. Die alte kannst du doch vernichten. Packst du unten in die Mülltonne, wer braucht schon noch Holz jetzt? Wo ist denn unsere Mülltonne? Ach, da ist eine Mülltonne. Die Mülltonne ist rechts unten im Inventar, genau. Und die kommt jetzt. Ich geh nochmal auf Erkundungstour. Kupferaxt habe ich. Das kommt auch in die. Ach so, eine Kupferaxt, kann man die nicht auch noch herstellen? Ja. Eine Kupferaxt habe ich. Ach so, die hast du schon? Okay. Ja. Ne, dann stelle ich mir die auch nochmal her. Eine Pickaxe. Die habe ich auch noch. Okay. Wow, jetzt haben wir nur noch 4 Zinnbarren. Ach, Zinn ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, dafür müssen wir halt wieder in die Erde ein bisschen buddeln. So, ich werde noch schnell ein paar Bäumchen hier anpflanzen. Mach hier mal den Gärtner. La la la. Das ist ein Höhlenforschertrank. Zeigt den Fundort von Schatz und Ernst. Cool. Aua. Boah, wir haben gleich so viele Bäume hier wieder. So, Eisenbock. Das ist gut. Bäume sind gut. Kupferkurzschwert. Ach, das kann ich auch wegschmeißen. So, was machen denn die Bäumchen auf der anderen Seite eigentlich? Pilz, Holzwand, was habe ich denn hier alles? Guck mal, unsere Bäumchen. Muss man die gar nicht gießen? Nee. Nur nicht ganz unten fällen, das ist dann. Ja, ich weiß. Fatal. Wobei ja der Crunchcow mir gesagt hat, ich soll unten fällen, ne? Ich will es ja nicht sagen, aber. Also, es kann ja auch sein, dass. Kannst sie, du machen. Kannst du machen, ist dann aber weg, dann der Baum. Hast du jetzt da links gedingst? Ja? Geht der Kunde jetzt links angebaut? Ein bisschen weiter. Ja. Hä, mich würde hier echt mal interessieren. Ich habe doch hier die Blümchen da gepflückt. Was ist denn mit denen passiert? Kann man bestimmt auch anpflanzen.
Aber ich sammle die ja gar nicht auf, oder? Sehe ich die nur einfach nicht? Nee, das ist mir zu... Ach so, da unten hast du einen Baum hingepflanzt. Bäume. Ich wollte hier gerade so ein... Ich wollte gerade das Loch hier mal ein bisschen wegmachen. Ja, dann mach es doch weg. Ja, egal, nee. Was ist das denn? Was denn hier? Ach so. Falsche Axt hier. Ein Bäumchen gewachsen. Oh, Zinnerz. Na gut, nehmen wir mit. Genau, wir laufen mal zum Grunchcore rüber. Ah, hab ich direkt eine Eichel gedingst hier. Sehr gut. Genau, die kannst du gleich wieder pflanzen dann. Ja, das mache ich mal gleich wieder. Wobei, hier haben wir nur, hier haben wir Stein. Ich mach mal hier das Stein-Dings da weg. Ach nee, ich kann hier eh nicht pflanzen da drauf. Ach Mensch. Bist du oben lang gegangen, Grunchcore, oder? Ja, ich bin immer oben lang. Und hüpf hier oben und noch weiter. Vielleicht wächst ja hier auch Gras. Mal gucken. Was ist denn hier? Ein Butterfly. Oh, Silbererz. Das ist immer gut. Ha! Oh, nee, den Hasen, den hau ich nicht um. Den Hasen, den mache ich nix. Jeder mag Häschen. Ja. Da sind auch noch ganz viele Bäumchen. Darf ich dir auch mal meinen Hasen zeigen? Gab's da mal eine Werbung für? Nee. Garantiert. Darf ich dir mal meinen Hasen zeigen? Habe ich noch nie gehört. Das gab's mal bei so einer Aufklärungskampagne für Internetkram. Für Hasen. Ach so, das Ding. Ist der kleine Tim da? Genau. Du erinnerst dich. Ich wollte nur ein Filmchen drehen. Oh nein, sie töten mich, sie töten mich. Kann man hier nicht auch mal irgendwie so ein bisschen das... Wenn man hier runterfällt, dann ist man auch so ein bisschen halbtot. So. Ein bisschen halbtot. Bisschen wenig tot. Hä? Ah. So, ich geh hier mal Bäume abholzen jetzt, ey. Ne, ihr habt so eine ganze Menge Bäume. Ja, da bin ich gerade dran. Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Und da drin, ein Guide to Plant Fiber Cottage. Gewalttätig, okay. Ach cool, du hast da oben Dings drüber gebaut. Workbag, okay. Holzpfeil. Mining Potion. Boah, wir haben gleich so viel Holz. Boah, ich hab 100 Grünschleim defeated. Nicht schlecht. Echt mal krass. Ah, ein blauer, Autschi. Blau ist echt fies, ne? Ja, der kam nur so ein bisschen auf mich zugeflogen. Noch eine Truhe. Eisenbarren. Ist da oben was? Eitränke. Nee. Oh, da sind ganz viele Schleime. Ich will wieder zurücklaschen. Ich brauche Schleim. Noch mehr Pfeile. Ach, da unten ist auch Schleim. Na, ich geh jetzt erstmal nach oben. Granate. Geil. Eine Granate. Oh, ha, huh. Oh, ups. Mal diese Höhle hier weiter erkunden. Oh, da ist was. Hallo, sag mal. Du blöder. Timme. Oh, wir können so eine fette Hütte jetzt bauen hier. Bei Ding mit Stein, glaube ich auch, ne? Also wir könnten quasi alles durch Stein ersetzen. Bin jetzt gerade bei 500 Holz gerade. Also falls Sansa sich ja einrichtungstechnisch bedienen möchte. Ja. Kann sie das ja gerne tun. Gerne. Ja. Yay. Blauer Globel muss sterben. Blauer Globel muss sterben. Ach, verdammte Axt. Oh, verdammte Axt. Verdammte Axt. Stirb. Yeah, ja, mal jetzt tiefer. Hast du aber schön verarscht gerade, ne? Ja, das war natürlich Absicht. Ich bin in die Hütte gehüpft. Oh, ach, hier bist du am Abbauen. Ja, cool. Hab ich schon gewundert, warum es hier keine Bäume gibt. Oh, jetzt habe ich aus Versehen... War das dein Pfeil? Alles gut, macht nichts. Boah, guck mal, wie viel Holz da rumfliegt. Ja. Ah, hier kannst du richtig... Eicheln! Ich habe 72 Eicheln. Ups. Wir können einen ganzen Garten jetzt hier bauen. Jetzt komm doch mal so... Ah, Schleim. Geil. Hä? Ja, war jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Noch mehr Holz. Guck mal, da liegt ja noch was. Noch mehr Holz. Silbermünzen. 700 Holz, Mensch. Noch ein Granaten. Noch ein Herbpack. Oh mein Gott. So. Ich hack jetzt mal hier hinten. Ich
bin ja jetzt echt mal gespannt, ob das Sachen wieder nachwächst. Ja, das ist bestimmt interessant noch zu wissen als gleich. Voll der Erkunder hier, ey. Ja, du bist doch ganz schön weit weg mittlerweile. Ja, das kann ich mir dann wieder später angucken, wo du dich da wieder rumgetrieben hast. Ja, der Gönn, der treibt sich immer in komischen Orten rum. Oh ja. Ja, das stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Noch einen Holzbumerang gefunden. Oh, cool. Ich hab schon einen. Meins. Oh shit, ich hab keine Fackeln mehr. Gehen wir nach Hause, ich hab 800 Holz. Echt? Ich nicht. Schwer, ja. Ich hab 800 Dreck. Haben oder nicht haben. Noch mehr Holz. Na komm. So. Klicken, 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 Schleime besiegen. Aua! Okay. Ah. Wieder Schleim. Ah, hey! Da. Tada, du. Du Gaspar, lass mir in Ruhe. So. Genau, bauen wir ein Treppchen, das ist wunderbar. Ach, bei mir dauert das alles so lange hier immer, ne? Es wird noch schneller irgendwann. Ja. Lubbel. Die schon. Oh, Grunchko läuft noch weiter weg, der hat gar keine Lust mehr. Du denkst dran, dass irgendwann auch nochmal Nacht wird, ne? Ja. Der hat keinen Bock auf uns. Oh, du hast da was vergessen. Vier. Warte, ich komme. Du blöder Schleim. Mal ganz locker. Die stöhnt immer. Ja, ne? Die hat's so. Hast du eigentlich einen Bogen oder warum liegen da mal Holzpfeile? Ich hab einen Bogen, ja. Ach was. Guck mal, da oben sind ganz viele. Pilze. Pilze. Kann man bestimmt essen. Kann man ja. Jetzt sieht man alles lila und rosa und so. Ah ja, oder so, ja. Das könnte sein. Hier eigentlich Fackeln? Der Grunchbull hat hier schon ordentlich. Es könnte sein, vielleicht war der schon hier. Guck mal, was ist das denn? Ein Eichhörnchen? Kann man das essen? Oh. Ein Eichhörnchen. Nein, kann man nicht. Das essen? Da ist noch ein Eichhörnchen. Wir töten das einfach. Ich hab's schon getötet, aus Versehen. Also, aus Versehen. Also, ja. Ich dachte, man kann da vielleicht was mit anfangen. Was ist denn das für ein komischer Bereich hier? Der wird auf einmal so dunkel. Ja? Ich sehe dich nicht mehr. Jetzt bist du weg irgendwie. Da kommt ein Yeti oder sowas. Was? Wo? Soll ich dir helfen? Wohin bist du denn gelaufen, ey? Aua! Du bist ja nach unten gelaufen. Nein, wo bist du denn? Ich bin einfach nach rechts gelaufen. Bist du nach links? Ja, und der ist ganz schön schnell. Okay, ach, der tut gar nichts. Ah! Ja, ach doch! Der. Oh Gott, ich hab... Der tut gar nichts. Ah! Ich hatte ihn... Oh, der ist voll stark. Ihre letzten Worte. Oh, der ist richtig stark. Ja, wir sollten, Bin mal auf dem Rückweg. Oh, du hast die Akku. Ihr seid noch viel weiter gelaufen. Ja. Sehe ich gerade. Oh, krass. So. Oh, aua. Schnell nach Hause. Oh, was ist das denn hier? Guck mal, hast du... Da war ich schon was. Und da kam dann der Yeti. Und da hab ich dann Angst gehabt. Okay, dann gehen wir mal nach Hause, denn es ist dunkel, da kommen die Zombies und so. Ich nehme mal lieber noch einen Pilz mit. Man weiß ja nie, was hier so kommt. Bist du im Keller unten? Oh, da kommt was. Oh, ja. Da kommt ein fliegender eine Krabbe? Was? Hummer? Nein. Hast du? Da ist schon wieder dieser Da kommt Bruder. Ja, der, genau, und ein fliegender Hummer kommt auch noch. Guck mal. Ja, guck mal, der läuft da unten in der Höhle runter, ja. Toll. Oh, noch mehr schlechte Neuigkeiten, bitte. Komm mal, lange. Guck mal, warte mal, wo ist denn der fliegende Hummer? Nein. Au. Schreien. Ja, das ist der. Komm her. Wir haben ihn. Den Schuft. Warte, kommt noch so ein komischer Blauschleim. Was shit, ey.
Wo ist denn jetzt der fliegende Hummer? Ich wollte den euch mal zeigen. Guck mal, wenn du hier ankommst, hier wird ein ganz roter Bereich auf einmal. Ein Geier. Oh. Oh. Geier. Alter. Wow. Wollen wir nicht lieber nach Hause? Das ist jetzt ein anderer Bereich. Ja, hier kannst du jetzt. Zurück. Ich hab Angst. Außerdem wird dunkel. Was ist das hier? Ich hab Kaktus gesammelt. Wer weiß, was man mit Kaktus machen kann. Ja, der lila Schleim. Da kommt der fliegende Hummer. Oh. Oh ja. Oh, oh. Oh shit, ich glaube, der ist stark. Ich glaube, der ist schnell. Oh, oh, ich glaube, er will mich. Oh, er kann irgendwas fallen lassen. Oh mein Gott. Shit, oh shit. Wir sind da, wir sind da. Töten! Alter, so. Falter, ey. Ab nach Hause. Yep. Oh, oh, versprungen. Und noch so ein Hummer. Das ist aufregend. Hm. Ja, das kann schon lustig werden. Der ist voll schnell. Vorsicht, der Hummer kommt. Vorsicht, der Hummer kommt. Wieder? Oh, der lässt irgendwas fallen, ja? Ja. Oh, shit. Ah! Oh, fuck. Ah! Oh, fuck. Oh, ah! Fuck. Lauft. Lila Schleim. Ein lila Schleim. Au, au, au. Okay, wir laufen. Okay. Lauft. Ah! Oh, gut, dass ich hier eine Treppe gebaut habe. Ah, schnell, komm. Ach so, du... Hängt ihr da? Ich glaube, ihr hängt da nur, oder? Wir Wir laufen. Aber alle laufen. Wir laufen, alle laufen bei mir. Scheiße! Oh, geh weg! Der ist immer noch da. Ja! Der kommt jetzt bis in die Hütte mit. Scheiße, scheiße, mal, scheiße! Ich hab ein Ding ins... Ja, ich seh's. Ein Regenschirm! Oh. Hey, du Mary Poppins. Ja. Warum? Ich glaub, wir sind den losgeworden. Oh. Oh. Aha, ja, das. Oh. So. Papa hat's gemacht. Jetzt kommt die Zombie-Musik. Ja. War nicht so weit von zu Hause weg, ey? Ja. Ja. Oh Mann. Hey, Cole. Na, wie geht's? Komm mit, Cole. Komm. Kommen Sie rein. Boah. Kommen Sie rein. Gott. Oh, scheiß Zombie, ich mach dich fertig. Immer diese Aggressivität, ey. Boah, ich hab fast. Nachtzeit ist immer, Ressourcengrabezeit. Ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt eben nicht was gemacht hätten, aber. Holz. Was bringt denn das, wenn wir jetzt hier das hinten alles mit Stein verkleiden? Was bringt das? Sieht anders aus. Hier wird's ein Holzbumerang. Viel Spaß. Ja. Läuft. Hallo? Warte mal, ich... Warte mal kurz gucken hier so. Aha. Eins. Mhm. Hier leuchten... Granate... Oh, das ist wohl eine Steinwand. Nee, das okay. Das ist eine Steinwand, die du da gemacht hast. Ja. Warte mal, die nehmen wir gleich mal wieder mit. Hupala. Kaktus. Blinkheitstrank. Ich hab hier ein paar Holzpfeile. Cool. Guck mal hier. 490. Nein. Okay. 90 Holzpfeile, ey. Die habe ich in den Dingens gefunden. Hm. In den Kisten. Den Ohr brauche ich noch. Leuchtwurzelsaat. Eisenerz habe ich gesammelt. Silbererz. Mhm. Unsere Kisten sind auch gut voll demnächst, ne? Ich habe jetzt einen Glibber und einen Gravemarker. Kann platziert werden, was auch immer das ist. Okay. Ich setze den einfach mal hier vor die Haustür. So. Rosa Vase. Ah. Darauf habe ich jetzt voll Bock. Baust du jetzt eine rosa Vase? Nein, ich will keine rosa Vase. Baut doch mal eine rosa Vase. Ich hab was gepflanzt. Ich hab einen Topf hingesetzt. Was hast du gepflanzt? Nee. Und jetzt? Einen Topf. Kann man da jetzt was reinmachen? Kann ich da jetzt eine Eiche reinsetzen und dann wächst hier ein Baum drin? Guck mal, ich kann das uns was passiert, machen. Wenn jetzt hier ein Baum wächst? Da
ja, das. Guck mal, ich kann das romantisch machen. Oh! Lord. Was doch? Hä, warum macht ihr da oben warum die machst Dings du jetzt weg? Alles kaputt? Ach so, weil er jetzt aus Stein bauen will. Genau. Er will unsere Dreckshütte eintauschen gegen Nein! Etwas, ich mag doch Dreck! Ich spiele immer so gerne im Dreck. Geht die Tür kaputt, wenn ich die abbaue? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Stone Slab? Ist das die Stone? Was ist denn die Stone, ein Stone Slab? Hm. Ist eine Rückwand? Keine Ahnung. Oder eine Verkleidung? Was macht denn unsere Zeit eigentlich? Unsere Zeit sagt, es ist gleich wieder Zeit. Es ist gleich wieder Zeit für Zeit. Es ist gleich wieder Zeit. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freut uns, dass ihr dabei wart bei dem Teil, während wir jetzt hier unsere Umbauarbeiten noch gestalten. Den Rest werdet ihr wahrscheinlich gleich wiedersehen oder zumindest in der nächsten Folge. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann später wieder. See. Bis dann. Ciao.